Kiella, tut mir leid, dass du uns verpasst hast. Ich werde die Kinder früher als erwartet aus Dunwall fortbringen. Ein paar Wochen vor dem baldigen Jahrestag des Todes von Kaiserin Jessamine. Es wird immer schlimmer. Und damit meine ich nicht nur den Kronenmeuchler. Außerdem kann man mit den neuen Silberberg-Leuten im Süden gutes Geld verdienen. Daher sind ein paar Vorbereitungen nötig. Erstmal danke. Ja, alle hauen so ab, nur wegen dem Geld. Und natürlich wegen dem Serienmörder, der herumläuft. Ja, darauf sind die Leute in Gotham City ja nicht gekommen. Ein kleines Pistolchen. Ja, Glück für dich, dass ich volle Munition in meinem Pistölchen habe, sonst hätte ich dein Ding zerstört, was du da sorgfältig aufgebaut hast. Aber hey, da du ja eh abhaust, interessiert es dich nicht. Wie kümmere ich mich um dich da hinten? Du holst dir ein Glaschicken. Ich wusste, dass es noch gute Dienste mir vollbringen wird oder so. Es wird nützlich werden. Na, komme ich da hoch? Ist ja, ich komme da hoch. Wollte schon sagen, zu weit weg. Wie lenke ich dich jetzt ab? Wobei, da steht einer, da steht einer. Da in der Seite müsste auch noch einer stehen. Ich möchte gerne da wieder hochklettern. Aber ist zu weit weg. Vielleicht gibt es ja Fischfrikadellen. Fischfrikadellen? Das ist sehr interessant. Verdammt, ich muss pinkeln. Warte, das führt ja hier runter. Was ist in der Nähe von ihm? Wenn ich das Glas dahin werfe. Ich helfe dir beim Suchen. Das klang wie Glasscherben. Gleich wieder da. Kommt ihr jetzt wirklich zu zweit dorthin? Ja. Also, mal sehen. Was war es? Bleib einfach da oben stehen. Sehe ich das richtig? Komm nicht runter. Meinst du nicht ernst, oder? Doch, Chick meinte ernst. Bist du fertig? Du gehst nirgendwo hin! Glaubst du, ich habe Angst? Ja! Ich habe aber Angst! Okay, wir sollten ein bisschen länger warten. Er kommt runter. Ah, schlecht, wenn man die Gegner nicht sehen kann. Ich schau mich hier um. Wahrscheinlich hast du das nichts, gehört? Aber ich sehe mich mal besser um. Also, mal sehen. Was war es? Ich weiß nicht. Seh mich mal um. Wow. Musst du jetzt hier lang? Ich hoffe schwer, die versetzen mich. Ich muss dringend in ein anderes Stadtviertel. Kuckuck! Hast du deinen Kumpel da oben auch noch mitgebracht? Ich glaube, das ist ein Nein. Ich hoffe, das ist ein Nein. So, dann machen wir die Tür mal dicht, damit man dich nicht sieht. Hat doch schon mal gut geklappt! Ah, der ist da hinten. Aber ich habe da noch einen Aufmerksamkeitsblitz gesehen. Wenn wir von da hinten hochklettern? Ich finde nur, dass wir dann in ihn reinrennen. Bitte nicht. Ja, hoch da. Du musst mich
konzentrieren. Eine Nacht im Puff. Kuss vergessen. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Da steht er. Oh, da ist auch eine Zivilistin. Wie würde dann die Wache auf mich hetzen? Was ist eigentlich der andere Typ, der hier freudig rumrennt? Da hinten läuft er gerade. Kommst du mal mit mir mit, Freundchen? Eine Leiche? Treuloser Hund. Das ist keine Leiche, keine Sorge. Jetzt geht ja die Wache rufen. Aber hey, vielleicht kann das zu unserem Vorteil sein? Gehen wir mal in unseren Ausguck. Na gut, so hoch ist das Ding nun auch wieder nicht, dass so das als Ausguck bezeichnet werden kann. Halt vom Weiten ein bisschen spähen, wo er ist. Er steht da. Steht ja noch einer. Du wirst aber nicht auf mich aufmerksam, oder? Ich sollte Leibwächter anstellen. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Ja, nicht wahr. Ich fühle mich auch nicht sicher mit den ganzen Leuten hier. Aber wenn ich den jetzt bewusstlos mache, der jetzt... Verdammt. Das ist Corvo Atano. Und was ist hier los? Nee, nee, hier ist nicht Corvo. Ich bin... Jessamine Caldwin. Ich bin ein Zombie. Definitiv. Ja, Tutorial, bla bla bla. Na los, auf einen fairen Kampf! Sagt der, der Leute töten darf. Na, such mich doch. Weißt du was, ich komme dir entgegen. Und wenn ich dich überrasche, gebe ich dir einen Kinnhaken. Los, ich tu dir nicht. Sagen sie alle. Hinten ist er. Hä? Zwei Münzen für diese Plörre? Jetzt nicht mehr, danke. Irgendwie hat das jetzt keiner gemerkt. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. So, wo ist der zweite Typ? Steht er da immer noch? Oder hat er einen Abflug gemacht? Du kannst vor allem Abflug machen, ne? Ich bin mit meiner Familie vor 3 Jahren hergezogen. Der größte Fehler meines Lebens. Es könnte schlimmer sein, du hättest nach Gotham ziehen können. Der steht da immer noch. Da guckt doch noch mal in eine Richtung. Seltsame Zeiten. Harte Zeiten. Muss wachsam sein. Was machst du für Geräusche? Wachsam. Müssen mir das nicht zweimal sagen. Ah, komm ich irgendwie von hinten an dich ran? Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Ich hab's ihr schon 1000 Mal gesagt. Ich bin für das Mahlwerk nicht zuständig. Ich habe genug von diesem ganzen Trara. Ich zahle gutes Geld, um genau so etwas zu verhindern. Aber diesmal mein ich's ernst. Auf Mama hören und Friseur werden sollen. Ich bin so erschöpft. Ja, wer ist mal Friseur geworden? Seltsam, sich so zu kleiden, aber das Gesicht zu verbergen. Nichts über mein Gesicht, ne? Wohl doch nichts. Die Hecke ist zu niedrig. Ja.
Na, wie bleibst du jetzt stehen? Mit dem Rücken zu mir. Jeder muss sterben, klar. Aber bitte nicht heute. Keine Sorge, du wirst heute nicht sterben. Was ist der niedrige Chaosfaktor? Nicht, wenn sie bezahlt werden wollen. Ich werde dich nur ins Traumland schicken. Und dir einen sehr schönen Schlafplatz geben. Tschüss. Aber denk nicht, dass ich dir Schlaflieder summe, ne? Corvo, ich drück nur einmal C. Ich steh nicht wieder auf. Das ist illegal. Einfach so ein Tresor verbuddelt. Nee, nee, nee. Armer kleiner Tresorilein. Na, und was ist deine Lebensgeschichte? Seltsam, sich so zu kleiden, aber das Gesicht zu verbergen. Was soll das denn heißen? Mein Gesicht ist wunderschön! Naja, die Maske. Gesicht ist ja... Ja, ich habe sie nur deswegen jetzt bewusstlos gemacht. Sag nichts über meine Maske. Checken, wenn dein Gesicht wunderschön wäre, würdest du das ja nicht verstecken. Stand da nicht gerade noch jemand? Oder bin ich jetzt blöd? Blöd schicken. Sind wir nicht alle ein bisschen blöd? Ja, aber sowas von. Verdammt, ich kann nicht auf der Lampe stehen. Mr. Lampe! Mr. Lampe! Beschütze mich! Wie du es auch damals schon in Thief Gold getan hast. Ja. Denn unterm Licht ist es immer am dunkelsten. Ja, ich musste jetzt eigentlich gerade an das Level denken, wo ich in... Also das mit der verfluchten Mine, wo wir da durchgelaufen sind zum Gefängnis, um unseren Typen da rauszuholen. Bin ich ja geflüchtet, Aufzugschacht runtergesprungen und auf einer Lampe gelandet. Sie hat mich aufgefangen. So hilfreich, wie sie ist. Ja, vielen Dank, Lampe. Das war sehr nett von dir. Ein Herz für Lampi. Ja, guck da. Trauriger Jahrestag in Dunwall. Die Vorbereitungen für den kommenden Jahrestag der Ermordung unserer Kaiserin Jessamine Cordwyn, die hasserfüllte Verschwörer viel zu früh von uns genommen haben, sind voll im Gange. Zur jährlichen Gedenkfeier gehört eine im Dunwall Tower abgehaltene Privatzeremonie mit erlesenen Gästen aus allen Teilen des Kaiserreichs. Die junge Kaiserin Emily wird schöne Erinnerungen an ihre Mutter Revue passieren lassen und sich per Lautsprecher an die Bevölkerung von Dunwall richten. Geschäftsinhaber in ganz Dunwall haben sich auf die an diesem Tag zu erwartenden Besucher vorbereitet, die während ihres Aufenthalts Verpflegung, Unterkunft und allerlei Dienstleistungen benötigen. Ja, jetzt ja nicht mehr, ne? Hast du dich eigentlich auch darauf vorbereitet? Da ist was passiert, sagen sie. Ist dir nicht sicher, sagen sie. Aber für Leute wie mich wird es nie sicher sein. Ja, oder für Chicken. Chicken, du bist doch diejenige, die für diese Unsicherheit sorgt. So, ich verstecke mich jetzt hier für den Rest des... Nein, das... Nein. Aber könnte man theoretisch sich dort drin verstecken?
Wobei, ich habe schon einige Wachen gesehen, die die Container aufmachen. Werden langsam gefährlich. Das ist doch kein Leben. Ja, Container aufmachen, reingucken, unter Tische gucken. Keine sehr guten Verstecke. Deswegen verstecke ich mich immer so hoch wie möglich. Ja, hat man ja vorhin gesehen, als du im Doktorenhaus warst. Wie gut du da auf das Bücherregal klettern konntest oder auf... Ne, das war die Standuhr. Ja, auf die Standuhr klettern konntest. Neues Extrablatt. Kaiserin Delilah Caldwin, rechtmäßige Thronerbin, herrscht nun über Dunwall. Die Thronräuberin Emily Atano und ihr mörderischer Schutzherr wurden verhaftet. Was heißt ihr verhaftet? Bis morgen sollten Sie das hier drucken. Ich hätte diesem Quatsch nie zuhören sollen. Bauen Sie jetzt keinen Mistdrucker. Das mit dem Kronenmeuchler verdanken Sie nur mir. Die Hälfte davon war fragwürdig. Was hat mich nur geritten, diesen Namen zu drucken? Nicht ein Beweis deutet auf eine Verbindung zur Krone hin. Na, die Geschichte war gut und zweckdienlich. Was hier abläuft, dieser Staatsstreich, der hält nicht ewig. Die Leute von Gristle sind der Kaiserin treu. Und ich drucke einen Monat lang täglich einen Artikel, um sie daran zu erinnern. Gristle hat jetzt eine neue Kaiserin. Und am Morgen brauchen sie auch einen neuen Drucker. Nur ein Trottel droht einem Mann, dem eine Zeitung gehört. Sie sind raus aus dem Geschäft, Drucker. Hilfe! Zu Hilfe! Und was ist hier los? Ich helfe dir, das ist los! Habt ihr wirklich den armen kleinen Drucker? Nee. Nicht einfach so bedrohen. Und jetzt hat er natürlich Angst, weil er gesehen hat, wie ich Leute ermorde. Ihr Würge! Aber für ihn sah es so aus, als hätte ich ihn getötet. Dunwolf von Problemen heimgesucht. Ja, schon damals und schon heute. Die Probleme in Dunwolf haben in letzter Zeit stark zugenommen, was Fragen nach den Leistungen und Absichten unserer Kaiserin aufwirft. Als Hinweis darauf, dass Emily Caldwin uns im Stich gelassen hat, müssen wir uns nur einmal den Rutshaw-Finanzbezirk anschauen. Besser bekannt als der überschwemmte Bezirk. Obwohl er kürzlich trockengelegt wurde, besteht kein Grund zu Feierlaune, da die gesamte Gegend noch unter Probleme mit der Instandhaltung leidet, die sich aus der Zeit der Überschwemmung ergeben haben. Da so viele Menschen keine Arbeit finden, wäre doch der Zeitpunkt perfekt, um einen großen Plan zur Wiederherstellung dieses einstmal noblen Bezirks zu präsentieren. Aber leider wurde nichts dergleichen vorgeschlagen. Auch Lösungen für das Problem der derzeitigen Walölknappheit sind trotz Rationierungen und allerlei Unbehagen von der Kaiserin bislang nicht gekommen. Das Bild einer inkompetenten Führung vervollständigt sich, wenn man die von der Stadtwache in Dunwall verantwortlichen zufälligen Tode mit hinzunimmt. Währenddessen hält der von unserer Kaiserin ernannte Hauptmann Mortimer Ramsay weiterhin daran fest, dass diese Männer und Frauen in Uniformen, die uns eigentlich beschützen sollen, absolut unschuldig sind. Ja. Naja, haben wir jetzt gesehen, ne? Das war nur seine eigene Show. Das haben wir eigentlich schon gelesen. Mit Beul. Was ist eigentlich das Kopfgeld? 15.000 nur? Ghastly Murders. The Hooded Villain. War ich nicht damit gemeint, damals im ersten Dishonored? Weil die halt meine Identität nicht kannten? Na, ist alles wieder gut? Hast du dich beruhigt? Dieser Kerl, Teil des Staatsstreichs, da bin ich sicher. Ich habe ihn mit Ramsay von der Stadtwache reden sehen. Passiert ist passiert, aber ich hatte nichts mit den Morden zu tun. Das weiß ich. Ich hätte nie den Namen Kronenmeuchler drucken dürfen. Man hat mich dazu gezwungen. Tut mir leid. Vergebung ist nicht meine Stärke. Was auch geschieht, passen Sie auf. Wenn die Zeit reif ist, drucken Sie die Wahrheit. Das werde ich tun. Ja, Vergebung. Ich frage nicht nach Ihren Plänen, aber zum Wohle Dunwalls und des Reichs hoffe ich, dass Sie Erfolg haben. Vergebung ist nicht deine Stärke.
Ja, hat man ja gesehen, wie sehr du gestruggelt hast. Ist auch schwer, hier der Daut zu vergeben. Ich meine, der hat deine geliebte Kaiserin getötet. Deine große Liebe. Na genau, rauch dir erstmal eine. Eine Entspannungszigarette. Alternativ kannst du... Keine Ahnung. Den Apfel essen. Ist gesünder für die Lunge. Erst den ganzen Weg wieder runter. Yay. Das gegenüberliegende Haus. Boje. Gut, ich habe ja hier in die ganzen Dinge noch nicht reingeguckt. Na, hier sind Münzen. Gut, dass ich reingeguckt habe, ne? Hab ich sonst noch irgendwo nicht reingeguckt? Was da was? Gib her. Meins. Definitiv meins. Ich hab's gefunden. Wenn du es wieder haben willst, gib mir Finderlohn. Da hast du schon hingeguckt, schicken. Wofür Finderlohn? Das ist einfach nur ein Gesundheitselixier. Und irgendjemand hat die Topfpflanze gestohlen. Hast du das?